Hallo und guten Morgen. Ich habe mir gerade eine Tasse Kaffee geholt und möchte jetzt zu gerne Euro Truck Simulator spielen. Und weil ich das nicht alleine kann, sondern nur mit euch, spielen wir das zusammen. So, in der letzten Folge sind wir, gucken auf der Weltkarte, nach Trelleborg. Ja, wir sind nach Trelleborg gekommen. Und den Skandinavien-Konten, den wollen wir jetzt ein bisschen was ausreizen. Wir gucken mal hier auf den Frachtmarkt, was wir haben. Was kann man denn fahren? Nee, Traktor nach Olchen wollen wir nicht. Nach Kassel wollen wir jetzt auch gerade nicht. Nach Warschau auch nicht. Ah, guck mal, hier geht's auch schon nach Jönköping. Fahren wir noch weiter ins Herzen von Schweden hinein. Können alternativ nach Odense oder Göteborg, aber nein. Wir fahren Hühnerfleisch, yeah! Boah, auch wenn es für den 65... Nein. Hört mir nicht zu. So. Mal gucken, wo wir sind. Sehr gut. Der feine Herr hat repariert. Das war aber nett von mir. Okay. So, sehr gut. So macht man die Kreuzungen frei. Was ist das denn für ein Kreisverkehr? Alter Schwede, Achtung! Oh, Achtung, ich bin auch viel zu schnell. Huch. Das war abzusehen. Ja. Ey, Verkehrsschilder, bitte. Maßlos überbewertet. Ach, sehr gut, hier ist auch grün. Achtung, trotzdem. Ah, ihr wisst ja alle, wie die Schweden fahren. Das ärgert mich aber, dass Finnland nicht dabei ist. Eins meiner absoluten nordischen Lieblingsländer. So ein Mitgrund, warum ich mir das gekauft habe. Junge, geht's noch langsamer? Alter Schwede. Weißt du, man kann sein Auto auch tragen. Ah, es macht nichts. Wir gucken jetzt in dieses wunderschöne Schweden. Vielleicht sollten wir auch die. Nee, hier ist Tagfahrlicht, ne? Hier ist auch Tagfahrlichtgebot. Aria ist hier. Nicht Arias Dark, sondern es soll wahrscheinlich Buko sein. Hier dieses Ala Buko. Schade, dass wir hier keinen Real Names Mod machen können, weil wir dann wahrscheinlich gegen irgendwelche Auflagen verstoßen. Das macht überhaupt nichts. Wir haben ja Fantasie. Ein wenig jedenfalls. Okay. Aber wir haben immer noch die Chance, Traktoren zu fahren. Und hey, das gibt doch voll die Kohle. Oh Leute, was machen wir denn jetzt? Wir können doch hinterher immer noch. Okay, gut. Auftrag annehmen. Das Hühnerfleisch. Wir müssen die Schweden weiter beglücken. Ja, wir müssen die Schweden weiter beglücken, nachdem wir ihnen ja das letzte Mal schon Büropapier in Massen geliefert haben. Habt ihr das gesehen? Genau gestoppt. Ach, top. Huch. Da habe ich noch mit den verschiedenen Ansichten gespielt. War vielleicht keine so brillante Idee von mir. So, hier. Hier wird der Mist ausgesiebt. Traumhaft. So. Jetzt fahren wir Hühnchenfleisch nach Jönköping, nach Norfood. Ist Norfood nicht eigentlich irgendwie eine norwegische Firma? Könnte man denken, ne? Norfood. Ist ja nicht Aria Foods. Achtung!
Ah, guckt euch das mal an hier. Hier stehen die Kühe. Hier drüben steht nix. Und hier stehen noch Häuser. Ach, schön, echt schön, nordischen Häuser. Finde ich gut hier. Ah, es gefällt mir richtig schön. Da hinten sind die fliegenden Untertassen. Und so ein Fischerdorf, wo noch aktiv Walfang betrieben wird. In Wirklichkeit transportieren wir ja auch Walfleisch. Wir transportieren genau einen Blauwal. Guck mal da hinten, wir sind auch, seht ihr ja, wir sind hier mit so einer Feder gekennzeichnet. Na, das ist so eine Walfeder. Alter Schwede, wird der Spatten auch langsamer, weißt du? Gibt's überhaupt nicht. Der alter Schwede. Geil, nie hat dieses Wort, so, dieser Satz so gepasst wie hier. Gut, haben wir Vorfahrt? Ich bin einfach mal davon ausgegangen. Benzin haben wir. Hier ist Dead Oil. Die auch wirklich nur mit Walöl Benzin herstellen. Nee, nach der großen Hühnerkrise von 1982 wird ja echt nur noch Walfleisch gegessen. Weil halt der Huhnimperator das Eierlegen, also die Gewerkschaft der Hühner, und mit ihnen Gott-Huhn-Imperator. Die wollten sonntags keine Eier mehr legen. Die wollten einen freien Tag haben. Ja, und nicht mehr dazu gezwungen werden, jeden Tag anderthalb Eier zu legen, sondern noch ein Ei. Und, ja. War halt, ein Ei. Brak wurde er immer genannt. Weil es nicht geht, ne? Du kannst nicht nur anderthalb Eier, also kannst nicht nur ein Ei pro Tag. Du musst dann ja 50% mehr Hühner einstellen, was mehr Futter bedeuten würde, weil die füttern dadurch ja nicht weniger. Oh, hoffentlich zieht der Vogel nicht raus. Ja. Haben wir gesehen, ne? Ich bin hier reingefahren, hätte direkt wieder 400 € gekostet. Die GQ-Models wären da gewesen. Was? Geschwindigkeitsüberschreitung? Ah, oh, Mann, ey. Ja. Die haben es aber auch. Das ist Diskriminierung. Ich konnte das Schild nicht lesen. So, das war auch noch mit Teer überklebt, habt ihr gerade gesehen, das Schild. Das ist da hinten, dieser Bezirk, der ist noch im Hühnerkrieg. Ne? Und damit die Hühner nicht wissen, wo es lang geht, haben die da das alles überklebt. Da dürfen wir auch jetzt nicht hinfahren. Ist ja logisch. Ne? Man muss ja auch mal mitdenken. Würden wir direkt in den Krieg fahren, können wir hier nicht simulieren. Das ist ja schon schlimm genug, wir müssen schon aufpassen. Hier, dass sich die Hühnerpartisanen gleich einfach so aus. Ich muss langsamer werden, sonst schaffe ich das mit der Kurve nicht. Achtung! Achtung! Ohne Rücksicht auf Verluste. Oh, Moment, ich muss mal heimlich trinken. Achtung! So, es geht jetzt ganz einfach, indem ich das Mikro wegdrehe. Ist besser, als immer auszuschalten, dann gibt es nur dieses Geräusch. Ja. Und seid lieber froh, dass meine Körperfunktionen noch alle funktionieren. Körperflüssigkeiten sind auch noch viele vorhanden und machbar. Na, also, aber das ist einfach ein anderes Thema. Ja, wenn wir mal im Klärbecken demnächst auf der Farm planschen. Pass auf, hier wird bestimmt wieder geblitzt. Hier wird bestimmt wieder geblitzt. Weißt du, die warnen einen auch nicht vor hier in Norwegen. Die sind eiskalt, weißt du, die wollen richtig Kohle machen. Richtig Kohle mit mir. Oh, das hat sich jetzt voll gelohnt, dass es einspurig geworden ist. Total der gute Stadtplaner.
mal da im Hintergrund. Da werden auch bestimmt Hühner abgebaut. Diese dicken LKWs sind auch gelb, weil Hühner, wenn die Kinder sind, sind die gelb. Ja, und da, ach, guck mal, ja. Da werfen nämlich mal ihre Netze aus und fangen Hühner. Die Hühner, die wir haben, sind auch praktisch grätenfrei. Da braucht man keine Angst zu haben. Da passiert gar nichts. Ja, ist ja nun mal so, ihr Walfang, Hühnerfang, ne, ist ja... Schweden ist ja so ein klassisches Fischerland. Ja, die alten Wikinger. Und wer sich mal fragt, warum die Norweger und die Schweden alle so hübsch sind, na, also insbesondere die Frauen, ja klar, überleg doch mal, die Wikinger, die nehmen ja auch nur die hübschen Mädels mit. Na? Der Rest wird halt... Engländer. Ja, wir gehen mal weiter. Ach, guck mal hier, hier, ich hab gerade hier wieder... Das sind die Blitzen? Alter, wie soll man die denn sehen? Habt ihr das gesehen? Wenn nicht, dreht nochmal zurück und ignoriert meinen Kommentar. Was ist eigentlich, wenn man irgendwen als Zuschauer hat und man sagt zu dem, kauf das Spiel? Also, und der nimmt immer jeden Befehl entgegen. Also, ich weiß aus meinem Bekanntenkreis, es gibt definitiv schon zwei Leute, die haben dieses Spiel gekauft. Aufgrund des Let's Plays. Finde ich cool. Weil dieses Spiel auch einfach geil ist. Ne, man kann hier so richtig schön abschalten. Man kann die Gegend gucken. Vielleicht sollte ich auch einfach wirklich mal den Mund halten und euch in der Gegend rumgucken lassen und nicht mit meinen Hühnertheorien vollsülzen. Das werden wir jetzt machen. Genießt einmal das Leben eines Schweden. Wenn ein Kind nicht mehr lacht, wie ein Kind richtig lacht, dann sind wir mitten in Schweden. Da. Denn wir können ihnen nicht mehr als Huhn geben. Da. Sie hätten so gerne Rindfleisch. Aber das wächst hier so richtig scheiß. Ja. Ja, ihr wisst ja, Rindfleisch wächst ja hier immer auf so großen Farmen, Rindfleischfarmen. Aber es ist einfach ein zu kaltes Klima für Rindfleisch in Schweden. Ja, und abends, wenn man die Rindfleischbäume draußen lässt, dann nagen auch schon mal wilde Eichhörnchen oder Hühner einfach das Rindfleisch an, das ist dann einfach auch aus der Form. Bringt dann nichts mehr. Das kannst du dann ja auch nicht mehr verkaufen. Ja, und deswegen sind auch hier um die wenigen Rindfleischfarmen sind hier so Zäune drumherum gezäunt. Ja, das sind diese berühmten Rindfleischbäume, seht ihr vielleicht. Ja, da hinten habe ich da glaube ich gerade eine Kuh gesehen. Ach, guck mal, da unten. Da werden auch Hühner werden da geangelt. Werden immer diese riesen Netze ausgeworfen. Traumhaft. Warte, ich muss noch mal kurz Kaffee trinken, sonst schlafe ich ein an Steuer. Ah, jetzt habe ich gar nicht mitbekommen, was Sebastian M. gemacht hat. Hat er Kohle gemacht oder hat er wieder miese gemacht? Sebastian! Sebastian, was hast du gemacht? Warte, wir gehen nochmal in den Garagenmanager. Genevieve. Die sieht eher aus wie Mai Ling, Alter. Kann man die umbenennen? Nö. Sebastian! Komm, zeig mir mal dein Fahrtenbuch. Sebastian!
Ah, du hast Traktoren, ja, und von Berlin aus findest du garantiert auch eine Fahrt zurück nach Köln. Hoffe ich für dich. Fernfahrten hochgepowert hier. Auch Fernfahrten macht ihr jetzt als nächstes. Das ist gut. Was ist mit deinem Fahrtenbuch? Tag 1, Tag 2, Traktoren. Sind wir schon Tag 3? Ja, wir sind schon Tag 3. Das heißt, Genevieve wird demnächst. Gut, in einer Stunde sogar. Wird in Frankfurt am Main ankommen. Im Laufe der nächsten Stunde. Das beobachten wir mal. Junge, schneller geht's nicht mehr, oder was? Müssen wir aufpassen. Wir gehen hier anständig die Autobahn eigentlich ab. Habe ich ja nicht drauf geachtet. Oh. Ja, der Kaffee hat überhaupt nicht geholfen. Entschuldigung, dass ihr mich hier gehend ertragen müsst. Ich hoffe, ihr müsst zu Hause auch gehen. Das ist ein gutes Zeichen, wenn ihr zu Hause gehen müsst. Habe ich schon mal gesagt, wenn eine Person sympathisch ist und diese gähnt, dann muss man auch gähnen. Also in vielen Situationen passiert das. Der Auflieger sieht ja auch schon geil aus, oder? Also hier mit den verkleideten Rädern. Ist das, damit da Hühner und Eichhörnchen nicht reinbeißen? Hatten wir das in Europa auch? Ich habe nicht so darauf geachtet. Wir haben doch schon mal so einen Auflieger gefahren, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, wir haben das letzte Mal Büropapier im Dings für ein Weihnachtsgeschenk. Wir hatten einen Digger 500. Pff. Ah ja, und so einen grün-weißen hatten wir auch mal. Das weiß ich doch nicht. Ich weiß auch noch nicht mal, was ich gestern gesagt habe. Genevieve Q konnte keinen Auftrag finden, musste ohne Lieferung nach Hause. Die Kosten für Kraftstoffe und Wartung betragen... Was? 487 Euro. Alter, ich dachte, wir gehen nochmal in den Gerätemanager. Gewerbemanager? Was soll das heißen, du rufst dich aus, Genevieve? Was ist mal 500 Euro versteuert und dann sich ausruhen? Hätte ich auch direkt heiraten können. Na, insgesamt macht sie ja Plutz. Plutz. Macht du Plutz. Ja, guck mal, wir sind schon gleich angekommen hier in Schöpping. Kriegen wir auch wieder ein Level Up? Wie weit sind wir mit Level Up? Weiß das jemand? Hat da einer drauf geachtet? Nee, nicht Karte. Karriereentwicklung. Ja, wir bekommen schon gleich ein Level ab. Das sind nur noch 300 Punkte. Und wir machen es ja richtig gut. Ne? Wir machen es richtig gut hier. Karriereentwicklung. Boah, wir sind gleich schon Enthusiasten. Wir sind keine Neulinge mehr. Wir sind Enthusiasten. Schon 3000 Kilometer sind wir zusammengefahren. 3 Tage und eine Stunde. Ja, entspricht dann halt 3 Stunden und 3 Minuten, oder was? Ist ein Tag eine Stunde nur? Nicht so vor. Aber kommt hin. Ich habe gerade irgendwie so eine Liedzeile und verbringen den Sommer in Schweden im Kopf. Ich habe keine Ahnung, wie das Lied geht. Sonst würde ich euch nochmal zujaulen. Tja, Glück und Pech liegen manchmal ganz nah beieinander. Oh, Vexia. Ich mag das ja wie die, also wie gesagt, ich kenne das eigentlich nur von Finn. Oh, Kreditraten sind wieder fällig. 8.676 Euro. Dann wisst ihr, wofür wir gerade arbeiten gegangen sind. Wir werden doch meistens nach Polen gefahren.
zum Atommeiler in Polen. Es ärgert mich ja auch, dass zwischendurch drei Folgen sind, wo man einfach mich kaum versteht. Aber ist egal, man kann ja dieses wunderschöne Spiel ein bisschen was besser auch verfolgen. Und dann kann ich meine genialen Theorien über Atommeiler wiederholen. Und über Mütter pressen. Demnächst. Ja, ich kann die Videos leider nicht neu hochladen. Weil das alles eine Audiospur ist. Und die ersten Folgen hat es ja super geklappt. Und dann habe ich irgendwas verändert. Ich weiß nicht was. Ja. Anscheinend habe ich irgendwas verändert. Oder das Spiel hat sich verändert. Vielleicht mit dem Update zwischendurch, dass da irgendwas resettet wurde. Ich habe keine Ahnung. Das ist einfach so. Das müssen wir akzeptieren. Stimmt's? Können wir es akzeptieren? Ja, wir können es akzeptieren. Und Goyle bringt's. So. Hier. Sie haben eine Brücke gebaut. Ich bin gerade überlegen, ob ich mir jetzt noch einen Kaffee reinzimmern soll und noch eine Folge drehen. Ich will ja weiterkommen. Dann machen wir jetzt noch. Was machen wir jetzt? Machen wir jetzt noch einmal Fernfahrten? Und dann sind die Let's Plays eigentlich immer in der richtigen Länge. Also mir macht das nichts. Ich kann auch eine Stunde labern. Aber wer sich mit Fraps auskennt, weiß, dass diese Dateien dann einfach eine perverse Größe erreichen. Achtung, wir biegen ab. Tatü, ta-ta, tatü, ta-ta. Okay. Ja, wer sich mit Fraps auskennt, der weiß, dass diese, diese Videodateien eine perverse Größe erreichen. Man muss dekodieren. Letztens habe ich aus Versehen probiert, eine Fraps-Datei direkt hochzuladen. Das hat auch nur 27.798 Minuten gedauert. Hätte gedauert. Hier ist Norfund. Achso, Anlieferung hinten rum, wahrscheinlich. Nee, gar nicht. Nein, wir müssen mit dem dicken LKW drehen. Ich muss mit dem dicken LKW drehen. Ach du Scheiße. Ja, Junge, fahren wir doch direkt entgegen. Ja, die haben geblinkt, gut. Okay. Fahrt doch durch, ist ja nicht so, als hätte ich gerade eine Notsituation, ihr Spastis, ey. Das haben wir wunderbar gemeistert. Also bis auf das volle Kanne in die Absperrung rattern. Dann drehen wir noch eine Runde. Es ist Zeit. Macht noch eine Runde. Willkommen in Jönköping. Ping. Oh ja, im Kreisverkehr. Kreisverkehr kann ich ja leiden wie Ausschlag am... Ja, fahr einfach durch. Achso, ja, die haben ja Vorfahrt gehabt, ne? Ja, danke, dass du wartest auf mich, weißt du? Aber diese netten Schweden. Achtung, ich hab Vorfahrt, Kollege. Was fährt aber auch einfach rein? Die nehmen gar keine Rücksicht mehr auf mich. Dabei fahre ich auch ein schwedisches Modell, ein Volvo.
Ja, und da passiert überhaupt nichts, weil es ist überhaupt nichts hier mit Einigkeit und so, hast du nicht gesehen? Das ist wahrscheinlich ähnlich wie Deutschland. Wenn du da Einigkeit zeigst, bist du direkt Nazi. Ja. Weißt du, kannst du noch einen größeren Bogen fahren oder was, Junge? Ist doch gar nicht. Man hätte jetzt auch mal den Rückwärtsgang einlegen können oder sowas. Aber das macht man nicht. Wir brauchen definitiv eine Rundumleuchte. So definitiv. Vielleicht sollte man die Bremsenleistung ein bisschen was hochstellen. Nur ein bisschen was. Wieso hat denn dieser pervers große Supermarkt hier hinten einen Auflieger stehen, den wir wahrscheinlich gleich wegfahren können? Ausgezeichnet! Yeah! So, noch eine Fernfahrt machen wir. Rauf! Anwenden. Ja. Und jetzt sind wir schon wieder am Ende. Ich glaube nicht, dass wir ihn groß reparieren müssen. Ich mache das mal trotzdem, weil es sich so gehört, ne? Weil wir gute Jungs sind. Legen wir uns einmal in die Haie? Vielleicht. Ne, wie lange haben wir noch bis zur nächsten? 5 Stunden, ne, da legen wir uns nicht in die Haie für. Achtung! So. Mach ich im Übrigen Privatfahrzeug auch. Immer so jetzt. Blinker brauchst du nicht. Vors BMW hat keinen Blinker. Doch, doch. Ich bin letztes BMW gefahren, die Dinger haben Blinker. Ich weiß gar nicht, was der hier rausredest. So. Wir reparieren. Was? Bestimmt neue Teile, oder? Hatte ich irgendwas hier verfügbar ab Level 6? Ey! Wir können einen neuen Motor kaufen. Wir sind wahrscheinlich erst Level 5, ne? Aber da fahren wir doch ab 5. Was geht denn nur Herstellerfarben? Was ist das, Junge? Okay, wir können hier Samurai. Samurai ist cooler, ne? Okay. Was können wir hier? Galus. Elite Rider. Yeah. Sind dann auch Elemental. Einfache Seitenverkleidung. Da oben was hier oben? Nee. Bestellt. Wir haben immer den top aufgemotztesten LKW, den es gibt. Wir reparieren noch mal kurz. Ach, da war doch Lackierer. Lackierer. Das sind Bubbles. Oh, geil, sieht eben nur zu 60% schwul aus. Gut, dass wir schon eine gute Lackierung haben. Ja. Ja, wir möchten alles rückgängig machen, bitte. Wir möchten den ganzen LKW rückgängig machen. Unser LKW sieht mega cool aus. So. Also, den packen wir hier ein für mich fürs nächste Mal. Das finde ich bestimmt dann total toll, dass der LKW eingeparkt ist. Warum haben wir hinten denn keine? Ja, ist ja auch egal. Warte. Hier, guck mal nochmal nach, neue Aufrüstteile. Für Volvo einfach Seitenverkleidung haben wir schon, Samurai haben wir. Frim. Front. Also R-Tire ist Rear-Tire. Front. Ach so, Front-Tire und was ist. Ach, Front-Rim.
Ja. Was kommt sonst hier? Ja, die kriegen alle so das Gleiche, ne? So Seitenverkleidung. Seitenblend-Samurai. Ja, gut. Wir gucken mal, was die Bank noch von uns will. Oh, cool, wir können wieder 10.000 Euro leihen. Unsere Kreditrahmen sind gerade mal 10.000. Hier müssen wir noch 94.000, hier müssen wir noch 394.000 zurückzahlen. Das machen wir, glaube ich, so schnell es geht. Könnte ich mir vorstellen. Obwohl, auf der anderen Seite könnten wir neue Wagen, neue Garagen kaufen. Guck mal, hier ein Garagenmanager. Wähle eine Garage aus, es gibt nur eine Garage. Aufrüsten. 100.000 werden benötigt, um die Garage aufzurüsten. Dann haben wir wahrscheinlich zwei neue Plätze. Dann brauchen wir zwei neue LKWs. Also, wir brauchen nochmal 200.000 Euro. Das heißt, wir brauchen 300.000 Euro, um irgendwas reißen zu können. Wir brauchen eigentlich nur 200.000 Euro, um irgendwas reißen zu können. Wenn Genevieve und Sebastian mal hier arbeiten würden. Wir gucken mal in die Arbeitsagentur. Ah, okay, hier oben gibt es nur 1, 2, 3 Arbeitsagenturen. Die Fahrer einstellen. Ah ja, Fahrer einstellen, ja. Da ist kein Platz mehr frei. Ist ja egal, wir können trotzdem. Ach, die Patricia, guck mal, die ist ja hübsch. Oh, der Rest nicht so. Alter, guck dich mal den Tommy an hier. Zerbrechliche Fracht, war mir klar, dass eine Frau wieder zerbrechliche Fracht, weißt du. Die packt aber auch nicht selber ein. Ist ja auch egal. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir gucken schon mal ins Auftrags. Nein, 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 nein. Wir suchen uns beim nächsten Mal was aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich schon auf euch. Macht euch einen schönen Tag. Viel Spaß bei allem.